Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Pels Kaltebau. Heute zeigen wir euch, wie man einen Kirschmannkuchen macht. Ja, und dafür brauchen wir einmal Milch, Zucker, Mehl, Sauerkirschen, Schmand, Butter, 6 Eier, Vanillezucker, Backpulver, Tortenguss und Vanillepudding. Zuerst kommen 250 Gramm Butter in eine große Schüssel. So, und die Butter wird jetzt natürlich verschlagen. Dazu kommen jetzt 4 Eier. Und das wird natürlich auch wieder schön verrührt. Dazu geben wir jetzt noch 200 Gramm Zucker. Und wieder verrühren. Dazu kommt jetzt eine Packung Vanillezucker. Und wieder schön verrühren. So. Als nächstes kommt 200 Gramm Mehl und eine Packung Backpulver dazu und wieder schön verrühren. So, der fertige Teig wird jetzt auf ein Backblech verteilt, das natürlich vorher mit Backpapier ausgelegt wurde. So, jetzt kommt der Teig bei 180 Grad für 15 Minuten in den Ofen. Unser Boden ist jetzt fertig, den holen wir jetzt aus dem Ofen und dann lassen wir ihn erstmal natürlich abkühlen. So, für die Füllung bereiten wir jetzt einen Vanillepudding zu und dazu brauchen wir zusätzlich noch 625 ml Milch und 2 gehäufte Esslöffel vom Zucker. So, wir haben jetzt einen kleinen Teil von unserer Milch in ein extra Gefäß gemacht. Dazu haben wir dann 2 Packungen Vanillepuddingpulver und 2 Esslöffel Zucker gegeben. Und die restliche Milch bringen wir jetzt in einem Topf zu kochen. Okay, die Milch ist jetzt aufgekocht und jetzt kommt das angerührte Puddingpulver hinein. So, und das zusammen wird jetzt nochmal ganz kurz aufgekocht. So, wir trennen jetzt 2 Eier und zwar brauchen wir davon das Eigelb und dann kommen noch 2 Becher vom Schmand hinzu. Wir geben jetzt die Schmand-Eigelb-Masse zum Pudding dazu und verrühren das Ganze gut. Jetzt verteilen wir die Masse gleichmäßig auf unserem fertigen Boden. So, wir geben jetzt die 2 Gläser Kirschen durch ein Sieb und fangen sie damit an. Ja, jetzt verteilen wir die abgetropften Kirschen gleichmäßig auf unserem Kuchen. Nimmst du einen Löffel mit schnell? Dumm. So, das kommt jetzt für 15 Minuten bei 180 Grad wieder in unseren Ofen. So, unser Kuchen ist jetzt fertig und den holen wir jetzt aus dem Ofen. So, und jetzt müssen wir noch unser
einen Tortenguss zu bereiten. Als erstes messen wir jetzt 500 ml Kirschsaft ab, weil wir unseren Tortenguss mit Kirschsaft anmischen werden. Also jetzt nehmen wir uns unsere beiden Packungen Tortengusspulver, machen das in einen kleinen Topf. Dann geben wir dazu noch 4 gestrichene Esslöffel Zucker und das verrühren wir dann miteinander. Schaut zu und lernet. So, jetzt gehen wir zu unserer Mische. Nach und nach den Kirschsaft und verrühren das gut. So, das Ganze bringen wir jetzt unter ständigem Rühren zum Kochen. So, der Tortenguss ist jetzt aufgekocht und wird jetzt gleichmäßig über den Kuchen verteilt. Und wie ihr sehen könnt, ist nicht nur einer fertig geworden, sondern auch noch ein zweiter. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie der funktioniert, dann schaut doch einfach auf unserem Kanal vorbei. So, und sonst hoffen wir natürlich, dass es euch wieder gefallen hat. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.